Ich war 14. Meine Mutter und ich saßen beim Gynäkologen im Sprechzimmer. Wir warteten. Der Arzt hob den Kopf, schaute meine Mutter an und sagte, sie ist schwanger. Ich hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Es war eisige Stimmung. Ich war schockgefroren. Meine Kindheit war dunkel, einsam, wie ein Schwarz-Weiß-Film, langweilig. Ich war oft deprimiert, war alleine, meine Mutter war viel krank, ich musste viel Rücksicht nehmen. Ich hatte zwar einen älteren Bruder, aber wir konnten nicht viel miteinander anfangen. So habe ich schon als Kind überlegt, wozu das Ganze. Ich habe mir einen Hund gewünscht, den habe ich leider nicht bekommen. Ich hatte es von außen gesehen, eigentlich alles gut, alles fein, aber ich war unglücklich. In der Schule habe ich auch nicht so richtig Fuß gefasst. Ich war ein mittelprächtiger Schüler, sah aus wie ein Junge, hatte kurze Haare, das musste ich so tragen. Ich musste die Anziehsachen von meinem Bruder auftragen, der war 3 Jahre älter als ich. Dann kam ich in die weiterführende Schule. Da war ich 10. Ich komme aus der Zeit der antiautoritären Erziehung und mit 10 Jahren war ich erwachsen. Nun konnte ich mir die Haare wachsen lassen, mein Leben wurde etwas heller, ich sparte auf eine echte Jeans. Ich kam ja in eine neue Schule, in eine neue Klasse und nach einer Weile freundete ich mich mit einem Mädchen aus der Klasse an. Die nahm ich mit zu sich nach Hause. Nach der Schule machten wir oft zusammen Hausaufgaben. Ich durfte damit Mittag essen. Es wurde heller in meinem Leben. Ich merkte auf einmal, ich bin nicht immer zu alleine. Und meine Mutter war damit einverstanden. Sie hatte weniger Arbeit. Und so verbrachten wir viele lustige Tage. Ich färbte mir die Haare. Wir zogen durch die Straßen, gingen shoppen. Und nach einer Weile, wir waren so circa 14, meinte meine Freundin, wir könnten noch mal ins Jugendzentrum unserer Schule gehen. Bisschen mehr Abwechslung fand ich cool, ich kam mit. Und nun lernte ich eine ganz neue Menschengruppe kennen. Die meisten waren älter, hatten Motorräder, manche waren in der Ausbildung, einige waren arbeitslos. Es gab auch welche, die kamen aus dem Gefängnis. Ich fand das alles sehr spannend. Meine Eltern waren dagegen, aber was sollten sie machen? Ich durfte hingehen. Abends um 10 musste ich nach Hause kommen. Solange meine Schulleistungen einigermaßen waren, waren sie damit einverstanden. Bisschen Nachhilfe bekam ich in Mathe. Naja, und so befreundete ich mich mit einem für mich älteren Mann, der ein schickes Motorrad hatte und mich mitnahm zu Discos und zum Pommes- und Bratwurstessen. Und jetzt stellte sich die Frage der Verhütung. Eine Freundin hatte einen Tipp von einem Frauenarzt, der nicht so gut Deutsch sprach, aber ich wollte ja nur die Pille verschrieben bekommen, das würde er schon verstehen. Ich war happy, wir trafen uns, ich wurde nach seiner Arbeit immer abgeholt und dann fuhren wir durch die Gegend und trafen uns mit der Clique. Nun stellte sich die Frage, ich war im letzten Schuljahr, was ich denn nach der Schule machen sollte. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Mein Vater erbarmte sich dann, ging mit mir zum Arbeitsamt. Es war klar, ich musste was mit den Händen machen, im Büro sitzen war gar nicht meins. Ich bewarb mich dann für eine Ausbildung zum Augenoptiker. Und es war schwierig damals. Es gab ganz, ganz viele Bewerber auf eine Stelle. Oh ja, ich hatte Angst, dass ich keinen Ausbildungsplatz bekam, denn ich wollte unbedingt schnell eine Ausbildung machen und zu Hause ausziehen. Aber ich war eine Auserwählte. Von den vielen Bewerbern bekam ich einen Ausbildungsplatz in Kassel am Friedrichsplatz. Und das brachte mir wieder gute Perspektive. Allerdings fing es an, mir körperlich nicht gut zu gehen.
Ich konnte nicht mehr jeden Abend mit in die Disco. Ich konnte den Rauch, den Gestank nicht vertragen. Mir war immer mehr übel. Ich musste mich übergeben. Es war sehr mühsam. Ich konnte auch manchmal gar nicht in die Schule gehen. Meiner Mutter wurde das dann zu bunt. Das war ja jetzt kein Magen-Darm-Infekt. Und sie ging mit mir zum Arzt. Der schickte uns dann zum Frauenarzt. Oh, war mir das peinlich, zu dem Frauenarzt zu gehen. Und mit meiner Mutter. Aber musste sein. Wir fuhren hin. Der Frauenarzt stellte eine Schwangerschaft fest. Wie konnte das sein? Ich hatte die Pille genommen. Ich saß neben meiner Mutter und war eigentlich gar nicht da. Ich war schockgefroren. Ich war wie im freien Fall. Ich stand völlig neben mir. Meine Mutter und der Frauenarzt waren in eifriger Kommunikation. Es war klar, das Kind würde abgetrieben. Mich fragte niemand. Nach einer Weile der Beratung gingen wir zur Rezeption, nahmen viele Papiere mit und fuhren nach Hause. Es war eisige Stimmung. Zu Hause musste ich sofort in mein Zimmer. Wenn mein Freund mich nachmittags abends abholen wollte, dann konnte ich ihm sagen, dass ich nicht mitfahren durfte und dass ich jetzt schwanger sei. Eine große Schande. So kam es dann auch. Mein Freund kam, ich sagte ihm das. Ich weiß gar nicht mehr, wie er reagiert hat. Er fuhr jedenfalls davon. Und ich ging noch 4 Wochen weiter in die Schule. Ich war nicht mehr die Christiane, die ich vorher war. Eine, die traurig war. Ich war jetzt eine Christiane, die tot war. Ich musste zu Psychiatern gehen und irgendwelche Sachen sagen. Ich musste zu einer Beratungsstelle. Ich musste in der Schule sagen, ja, ich könnte nicht mit zur Klassenfahrt. Ich hätte ein Magengeschwür, das würde mir dann entfernt werden. Ich durfte es keinem erzählen. Ich erzählte es einer lieben Freundin, aber das war dann auch alles. Meinen Freund durfte ich nicht mehr sehen. Es war die Hölle. Dann kam der Tag, an dem ich ins Krankenhaus kam. Sinnlosigkeit, wofür das alles? Was sollte das? Ich wünschte mir so sehr die Abtreibung, ja, aber dann sterben. Einfach nicht mehr aufwachen. Dann wär's gut. Dann wär Ende mit diesem Leben. Was sollte das alles? Wofür? Ich wachte auf und war auf einmal eine andere. Ich hatte wieder Gefühle. Ich merkte, es war was ganz Schreckliches passiert. Ich war auf der Station, wo die Säuglinge geboren waren. Ich ging ans Fenster vom Säuglingszimmer und konnte nur noch weinen. Ich konnte nur noch stundenlang weinen über das, was ich abgegeben hatte, was ich nicht mehr in mir trug, ein Kind. Ich hatte dafür keine Verantwortung übernommen. Wofür würde ich überhaupt jemals Verantwortung übernehmen? Ich hatte Angst vor mir. Ich hatte Angst vor der Zukunft. Ich bekam Besuch von meiner Familie, von meinem Freund. Sie taten so, als wenn ich den Blinddarm entfernt bekommen hätte, brachten mir Orangensaft, Schokolade mit. Was für einen Film war ich hier gelandet? Es war furchtbar. Nach dem Krankenhausaufenthalt, ich war 5 Tage da, war mein Freund distanziert. Eine Freundin sagte mir dann, ja, er hätte schon seit Monaten eine weitere Freundin, er wäre fremdgegangen. Ich war im freien Fall, schlimmer geht immer. Ich kam jetzt da an, wo ich nur noch schreien konnte und wütend war. Ich war einfach fassungslos. Ich traf meinen Freund noch einmal und kippte über ihm einen Haufen Schutt und Asche aus. Ich ging von ihm weg und war selber in Schutt und Asche gelegt. Jetzt gab es noch einige Zeit, zur Schule zu gehen, dann sollte die Ausbildung anfangen. Wofür das Ganze? Ja, ich hatte ja einen Ausbildungsplatz. Ich war ja eine Auserwählte. Meine Eltern waren begeistert von meinem Leben. Es war alles wunderbar. Ich hatte alles gut überstanden. Ich habe nur noch funktioniert, habe meine letzten Klausuren geschrieben und dann die Ausbildung gestartet.
Die Ausbildung hat mir Spaß gemacht. In der Berufsschule, Mathe, Physik war ein bisschen mühsam, aber ich schaffte alles. Und ich befreundete mich mit einem ehemaligen Klassenkamerad. Und mein Leben wurde wieder etwas heller. Es war noch schwarz-weiß, aber es war schon wieder ein bisschen Licht am Horizont. Er hatte eine sehr nette Familie, die nahm mich sehr lieb auf. Wir waren oft bei ihm und nach der Ausbildung wollten wir ausziehen von zu Hause. Wir wollten zusammenziehen und wir besorgten uns eine Wohnung. Er ging zur Bundeswehr, ich bewarb mich auf eine neue Stelle. Wir zogen aus und die neue Arbeitsstelle war super. Ich hatte lauter junge Arbeitskollegen, die Firma hatte gerade aufgemacht. Es machte ganz viel Spaß, in dem Team zu arbeiten, die Wohnung einzurichten, Schränke abzubeizen. Mein Freund war oft in der Kaserne, ich war viel alleine zu Hause, aber es lief alles gut. Ich konnte mich gut ablenken mit Wohnungseinrichtung und der Arbeit. Aber irgendwann stellten sich wieder die Fragen. Sollte das jetzt Liebe sein? Liebe, von der in jedem Lied fast gesungen wird und wie wunderbar, wie toll. Ja, es war alles ganz nett, aber so richtig in Schwingung hat es mich nicht gebracht. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war vor kurzer Zeit Christ geworden und immer am Montag, wenn wir in der Werkstatt saßen und die Brillen montierten, Gläser schliffen, erzählte er mir die Predigt von Jesus. Das war jetzt ganz was Neues. Ich war, als ich in die Lehre kam, sofort aus der Kirche ausgetreten. Dem Verein würde ich keinen Pfennig bezahlen. Und er erzählte mir ganz andere Sachen, als ich so von Gott dachte. Und ich fand das sehr spannend. Dann stellte er mir eine Frage. Wenn es Gott gibt, wäre es doch schade, du lebst so, als wenn es ihn nicht gibt. Diese Frage, die traf voll ins Schwarze. Das wäre die Lösung. Ich hatte keine richtige tiefe Freude. Ich hatte auch keinen richtigen Sinn. Wofür das Ganze? Wo ging ich hin? War es Zufall, dass ich auf der Welt war? War es völlig egal? War das Liebe? Ich beschäftigte mich lange, es dauerte so ein Jahr, mit den Weltreligionen. Ich fand das alles sehr spannend, kaufte mir Bücher, studierte, diskutierte mit allen möglichen Leuten über meine neuen Gedanken. Ja, und ich blieb dann dabei hängen, wenn es einen Gott gibt, dann kann es eigentlich nur der christliche Gott sein. Der ist der Schöpfer des Universums, der wäre auch der Schöpfer von mir, der würde mich lieben, der würde da sein, der wollte Beziehung mit mir, der wollte nicht gute Werke. Mit guten Werken konnte ich sowieso nicht auffahren. Dazu hatte ich einen viel zu großen Müllhaufen, den ich mit mir rumschleppte. Ich war zwar nicht kriminell geworden in letzter Zeit, aber schlechte Gedanken wie Neid, das konnte ich noch gut nachvollziehen. Und all den anderen Kram, den hatte ich fest verschnürt und musste mir sehr viel Mühe geben, das alles unten zu halten, damit mich nicht Gruselgedanken wieder überfielen. Jetzt hatte ich verstanden, wer der christliche Gott war. Ein Gott, der selber auf die Welt gekommen war in Jesus, um all diesen Müll, diesen Schutt zu tragen, um den Tod zu besiegen. Gott hatte einen wahnsinnigen Masterplan für die Welt, für mich. Ja, das war schon alles zu schön, um wahr zu sein. Ich konnte das verstehen. Ich fand das alles logisch. Wie wäre es sonst möglich, mit Gott in Verbindung zu treten, wenn nicht durch ihn selber? Aber das verstand ich nur alles. Wenn das Wirklichkeit werden sollte, müsste ich mich drauf einlassen. Was hatte ich zu verlieren? Selbstmord oder mich auf einen Gott einlassen und dann wirklich zum Leben durchzudringen. Also ich entschied mich an einem Tag, wo ich alleine in meiner Wohnung, in unserer Wohnung war, setzte ich mich hin, dachte, okay, Jesus, wenn du jetzt hier bist, dann will ich dir jetzt all meinen Mist, all meinen Müll bringen. Es dauerte lange. Ich sprach lange
all die Dinge aus, die mich belastet hatten, die ich getan hatte, die ich gedacht hatte. Ich war sehr aufgewühlt, ich habe viel geweint, ich habe da lange gesessen. Und dann wurde ich ruhiger. Und dann wurde es irgendwie friedlich in mir, es wurde warm in mir. Ich merkte, jetzt hatte ich das Beste getan, was ich je in meinem Leben getan hatte. Ich konnte fühlen, dass Jesus wirklich da war. Ab dem Zeitpunkt fing mein Leben an, bunt zu werden. Mein Leben fing an, wie ein Farbfilm zu werden. Ich musste leider feststellen, dass mein Freund und ich doch jetzt auf anderen Wellenlängen unterwegs waren. Wir trennten uns. Wir hatten den Hausstand zusammengeschmissen. Wir wollten ja mal heiraten. Aber ich konnte nicht mehr heiraten. Ich wusste auf einmal, was Liebe ist, aber ich wusste, dass ich ihn nicht liebe. Und so trennten wir uns. Er bekam das Auto, ich die Waschmaschine, wir gingen getrennte Wege. Ich zog nach Hannover, fand eine tolle Arbeitsstelle und suchte mir eine christliche Studentengruppe. Nun stellte sich die Frage, ich hatte mir ja eigentlich geschworen, nie wieder zur Schule zu gehen. Aber jetzt hatte ich Mut. Ich war ein energiegeladener Mensch, ich war interessiert. Es wäre doch eigentlich toll, wenn ich ein Meister wäre, jetzt Optikermeister und Lehrlinge ausbilden könnte oder vielleicht auch in den Entwicklungsdienst gehen. Ich wollte was aus meinem Leben machen. Ich bewarb mich in Köln, kam auf die Meisterschule, wurde angenommen und fand wieder viele nette Freunde. In Physik und Mathe tat ich mich weiter schwer, aber es reichte. Bis zu dem Tag, wo ich morgens zur Schule fuhr und ab jetzt habe ich Filmriss. Was ich jetzt erzähle, das habe ich selber nicht im Bewussten erlebt, sondern das wurde überliefert oder aufgeschrieben. Ich fuhr mit dem Fahrrad und ein Auto kam von der Seite auf einer Kreuzung, fuhr mich an der Seite an. Ich flog über das Auto drüber und kam auf dem Kopf auf. Ich kam sofort in die Uniklinik in Köln und da ich im Koma lag, wurde ich in die Röhre geschoben und es wurde festgestellt, dass ich auf der rechten Seite ein großes Hämatom habe. Das musste raus. Der Kopf wurde aufgebohrt, aufgesägt, das Hämatom entfernt. Jetzt wurde gewartet, ob ich aufwache. Ich wachte nicht auf. Ich kam wieder in die Röhre. Es wurde auf der linken Seite ein noch viel größeres Hämatom, noch größer als meine Faust, festgestellt. Notoperation. Jetzt war das Bohrloch nicht mehr kosmetisch bedacht, sondern Hauptsache Kopf auf, Bohrung, Aufsägen, Hämatom raus. Ich wachte auch nicht auf. Meine Familie kam. Sie standen in der Intensivstation. Ich wachte nicht auf. Meine Mutter fragte nach etlichen Tagen den Oberarzt, ja, wie sieht's denn jetzt mit meiner Tochter aus? Was hätten Sie denn jetzt für Hoffnungen? Und der sagte sehr klar, also wenn Ihre Tochter nochmal aufwacht, dann ist sie geistig behindert und schwer körperlich behindert. Sie sollte sich da mal nichts vormachen. Meine Eltern waren völlig fertig, Freunde auch. Es haben viele für mich in der Zeit gebetet. Und ich wachte aber auf. Nach 7 Tagen, wie gesagt, ich weiß das alles nicht mehr. Meine Mutter war dabei, als ich aufwachte und sie sagte, oh Christiane, du lebst. Ich habe sie mit großen Augen angeguckt und gesagt, oh wie schade, dann kann ich nicht mehr mit den himmlischen Heerscharen singen. Ich kann mich erinnern, ab der Zeit auf der neurologischen Abteilung, ich hatte ein aufgedunsenes, rundes Gesicht vom Cortison, keine Haare mehr, einen dicken, weißen Verband und ein dunkelblaues, halbes Gesicht. Ich habe mich fröhlich gefühlt, geborgen gefühlt. Ich konnte nur sagen, Herr, jetzt bin ich rechtzeitig gelähmt. Das wird ja ein spannender Beruf. Ich sollte nicht sterben. Was du jetzt mit mir vorhast, da schauen wir mal. Ich war getrost, ich war sicher, ich wusste,
Ich habe noch hier auf der Erde einen Plan zu erfüllen. Und Gott war bei mir und Gott ist bei mir und es wird alles so, wie er sich das denkt. Nach 14 Tagen konnte ich schon wieder laufen. Die rechtzeitige Lähmung war völlig vorbei. Ich wurde nach etlichen Wochen mit von einem Professor in den Hörsaal genommen. Das war eine besondere Turnstunde. Arm hoch, Bein hoch. Die Studenten sahen mein Bild vom Gehirn mit den Hämatomen. Der Professor sagte, wir tun bei jedem Patienten unser Bestes, aber was wir hier sehen, ist ein Wunder. Ich hatte das große Wunder erlebt, dass ich ganz gesund geworden war. Nach 3 Monaten kam ich geheilt aus dem Krankenhaus. Meine Motorik rechts war besser als beim Durchschnitt. Ich musste einen Test machen, da wurde das festgestellt. Ich ging weiter zur Meisterschule und machte meinen Meister. Ich fand danach auch noch meinen Traummann. Wir bekamen 4 wundervolle Kinder. Wir haben jetzt 4 lustige, fröhliche Enkelkinder. Mein Leben ist bunt geworden, manchmal auch zu bunt. Mit Jesus an meiner Seite darf ich eine lebendige Beziehung leben. Ich bin geliebt.